Es ist uns eine besondere Freude, Peter Delfos heute hier begrüßen zu dürfen. Peter ist der Geschäftsführer der Axon Group und wird nun eigentlich den Einstieg vornehmen, den Auftakt der Veranstaltung machen. Und er wird Open Data einordnen in diese Reise von der Digitalisierung hin zur Transformation. Und er wird Ihnen auch erzählen, warum er glaubt, dass Open Data ein Beschleuniger ist. Peter ist mit der Hochschule verbunden hier in Luzern, er sitzt auch im Beirat. Und ich habe mich vor der Konferenz noch ein bisschen erkundigt und mich in seinem Umfeld umgehört, was ich denn noch sagen könnte, einführend. Und ich zitiere jetzt, was mir gesagt wurde, eines der vielen Dinge. Er ist ganz allgemein einfach ein unheimlich interessanter Mensch. In diesem Sinne, viel Vergnügen und herzlich willkommen, Peter Delfos. Guten Morgen, alle miteinander. Mir eine Freude, dass ich hier so quasi als Exot aus der Wirtschaft den Auftakt machen darf für diese Veranstaltung. Danke auch für die Einführung. Ich weiß nicht genau, ob ich unheimlich oder interessant bin, aber lassen wir das mal dahingestellt. Das können Sie nach dem Referat dann selber beurteilen. Das Thema Digitalisierung ist ja langsam so jetzt auch in die Politik vorgedrungen. Und wir haben letzte Woche gehört, dass es jetzt sogar eine digitale Bildungsoffensive gibt für 150 Millionen Schweizer Franken. Das heißt, die Politik hat langsam begriffen, dass die Digitalisierung wirklich Realität ist. Gleichzeitig wurde letzte Woche vielleicht als Kontrapunkt ein Projekt ausgeschrieben, die Digitalisierung der Zollverwaltung für 400 Millionen Franken. Ein IT-Projekt für 9 Jahre geplant, also eine schöne Zeit, wo man schon vorausschauen kann, wo man weiß, dass es ursprünglich 550 Millionen Franken Budget gebraucht hätte. Man hat es dann aber gekürzt auf 400, also ist auch klar, was rauskommt. Dies vielleicht als Beispiel, wie die Digitalisierung wirklich abläuft und wie die Politik wirklich auch agiert im Moment noch. Ich möchte heute über diese Digitalisierung sprechen, und zwar nur in Bezug auf Daten und was eigentlich mit den Daten passiert ist in den letzten 30 Jahren. Dazu vielleicht noch einen kurzen Blick, was wir tun bei uns in der Gruppe. Wir sind seit 9 Jahren, vor 9 Jahren haben wir uns gegründet. Wir haben heute in 6 Ländern Aktivitäten, sind da 700 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben jede Woche etwa 2 bis 3 Leute eingestellt bei uns und haben auf unseren Systemen heute etwa 250.000 User, alle B2B. Und unser Portfolio wurde eigentlich dahingehend auch aufgebaut, dass damals in 2008 immer das Thema war, die Daten sind das neue Öl. Und wir waren schon damals nicht einverstanden, sind es heute auch nicht, weil die Daten sind nicht Öl, das man verbraucht, sondern Daten sind Investitionen. Und es müssen 3 Punkte erfüllt sein. A, sie sind auf Langfristigkeit ausgelegt, auf wiederkehrend Nutzbarkeit. Zweitens, es braucht Fähigkeiten, diese Daten auch richtig zu bearbeiten und richtig auch in eine Form zu bringen, um schlussendlich damit Nutzen zu stiften oder auch Geld zu verdienen. Und das Dritte, und deshalb heißen wir auch Axon Aktiv, man muss aktiv handeln, wenn man wirklich etwas machen will in dieser Zeit der digitalen Transformation. Das heißt, Daten sind kein Verbrauchsgut, sondern Investitionsgut. Jetzt, was ist eigentlich passiert in dieser Datenwelt? Und was hat die Digitalisierung und dann die digitale Transformation mit den Daten gemacht? Und bei den Daten, weil es eben Wert ist, weil es Vermögen ist, gibt es auch eine Macht dahinter, die eben diese Datenwelt steuert. Und die Welt war eigentlich sehr einfach in den letzten 20 Jahren. Das heißt, die Digitalisierung der Wirtschaft hat ja nicht erst gestern angefangen, sondern wie gesagt, vor 20, 30 Jahren. Und wenn wir uns anschauen, was da in den verschiedenen Branchen passiert ist, dann
haben eigentlich dann Unternehmen wie SAP, IBM, Accenture, wer auch immer, die Digitalisierung vorangetrieben. Die haben das gut gemacht, das heißt, alles, was auf Papier war, ist irgendwann dann in Datenbanken geflossen. Und das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, hey, wenn das ja alles in den Datenbanken ist, dann können ja die Kunden selber auf diese Datenbanken zugreifen. Jetzt bauen wir Portale und haben so eigentlich die ideale Welt geschaffen. Das heißt, wir haben sehr viel Geld eingespart bei unseren Prozessen und die Kunden können sich jetzt selbst bedienen. Das war eigentlich der Traumzustand der Wirtschaft in der Digitalisierung, weil damit war klar, wie auch die Machtverhältnisse sind. Dann ist aber etwas passiert. Die Kunden haben dann die Portale auch genutzt, das ist klar. Dann kam Google und das war der Start der Digitalisierung der Consumer. Google hat die Welt verändert, weil damit eben Wissen nicht auf Portalen nur spezifisch von Firmen verfügbar war, sondern eben auch global und miteinander vernetzt. Und dann kam das Zweite und das war wirklich dann der Wendepunkt, das iPhone. Und damit hat sich die Welt komplett verändert und damit hat es begonnen, dass der Consumer sich langsam wieder auf Augenhöhe zur Wirtschaft zu bewegen beginnt oder begonnen hat. Das heißt, er hat mit diesem Gerät selber so viele Daten produziert, dass er selber als Individuum wieder interessant wurde, weil er hatte etwas, was eben die Firmen nicht hatten. Und dann kamen all die anderen und die haben das noch beschleunigt und Sie sehen jetzt, es gibt zwei Welten, es gibt die Google, Facebook, Apple Welt und es gibt die SAP, IBM, wer auch immer Welt und das ist nicht heterogen, das ist nicht homogen, das sind zwei komplett verschiedene Welten und die führen eigentlich die beiden Pole an in dieser Digitalisierung, in der wir stecken. Und jetzt ist das entstanden, was eben schlussendlich auch den ganzen Wandel bewirkt. Der Consumer produziert unglaublich viele gute, intelligente, brauchbare, schnell verfügbare Daten. Das verändert unsere Welt, dass wir jederzeit hier einen Input liefern können als Individuen. Und jetzt leben wir in der Zeit, wo diese Google und Facebooks anfangen oder schon lange angefangen haben, die Branchen, wie wir sie kannten, zu attackieren. Zuerst die Medien, das waren die ersten, jetzt kommen die Banken, Versicherungen, je nachdem, wie sie reguliert sind und wie stark sie auch vernetzt sind, geht das schneller oder weniger schnell. Das heißt, der Druck kommt jetzt aufgrund dieser Konsumerdaten in die ganze Wirtschaft rein. Und dann hat man reagiert bei der Wirtschaft und hat gesagt, ja, wir müssen uns auch sofort austauschen jetzt mit dem Consumer, weil das sind ja interessante Daten. Also, wir machen Apps. Das war der nächste Schritt. Das heißt, wir versuchen an die Daten der Consumer ranzukommen, indem wir unser Teil verbinden, unser Geschäft verbinden mit den Consumerdaten. Das hat mittelmäßig funktioniert. 99% der Apps sind Flops, weil man einfach zu eingeschränkt hier ein Produkt oder eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, die der Kunde so nicht akzeptiert. Und was jetzt passiert, und das ist jetzt eigentlich dann die dritte Stufe, und ich weiß persönlich nicht, wie viele Stufen wir noch durchwandern werden, was jetzt passiert ist, dass die Unternehmen sagen, wir sind alleine zu wenig interessant für unsere Kunden, für unsere Consumer, die wir bedienen wollen. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen Ökosysteme schaffen. Wir müssen interessante Plattformen schaffen, und zwar auf Augenhöhe mit den Consumern. Nicht wir wollen die Daten vom Consumer, sondern wir gehen dahin, wo der Consumer ist, und wir fragen ihn, ob er interessiert ist an dem Angebot, das wir ihm dann Echtzeit, wenn möglich, liefern können. Und die fangen jetzt an, all ihre Portale, die sie für viele, viele Millionen gebaut haben, einzustampfen. Sie fangen an, ihre Apps durchzuforsten und stellen hunderte Apps ein, je nach Unternehmen, wo wir drin sind, und sagen, wir müssen uns konzentrieren auf Öko-Plattformen, auf Datenplattformen,
wo wir auf Augenhöhe mit den Konsumern kommunizieren können und wo wir auch sicherstellen, dass die Daten dort bleiben, wo sie bleiben sollen, und das bestimmt der Konsumer. Das ist Stand der Entwicklung, wie wir sie erleben bei unseren Projekten. Und die Frage ist jetzt, was macht eigentlich einer der größten Datenpools, die wir haben in der Schweiz, was macht eigentlich die Verwaltung? Wo steckt denn eigentlich das ganze Daten-Know-how und wo wollen wir das eigentlich verfügbar machen oder will man das überhaupt verfügbar machen, um uns auch gewisse Vorteile zu verschaffen? Und was man sagen kann, das war meine Einleitung, alle Projekte bei der Verwaltung stecken immer noch in der ersten Phase der Digitalisierung. Man ist bestrebt, sein eigenes Gärtchen mit Hilfe dieser Supplier, die man da hat, so zu bewirtschaften, wie man es eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht hat und nicht so, wie wir es haben müssten für die Zukunft. Das als kurze Einleitung meinerseits, was eigentlich in der Datenwelt abläuft. Open Data, von mir aus gesehen, hat viele Funktionen in diesen Paradigmen, die da gerade wechseln. Und zwar, ich habe gesagt, erste ist Portale weg, Assistenten sind gefragt. Ein Ökosystem ist immer ein Assistent, das mich zu einem Thema bedient. Das kann sein eine Branche, das kann sein eine KMU-Plattform, das kann sein ein Thema, was auch immer, wo sich verschiedene Daten miteinander verbinden zu einem interessanten Content. Und Content ist eben nicht dann Content nur, sondern ist Kontext. Das heißt, nur so schaffen wir eben aus diesen Daten sinnvolle Informationen zu machen. Und was auch wichtig ist, und das sehen wir eigentlich in all unseren Projekten, in der früheren Welt der Digitalisierung war IT der Treiber. Alle Digitalisierungsprojekte waren IT-Projekte. Wenn ich heute schaue bei unseren Bankerkunden, bei unseren Versicherungskunden, alle Projekte sind Business-Projekte. Es geht um neue Produkte, es geht um Dienstleistungen. Es geht nicht darum, dass wir einen Server beschaffen und eine Datenbank installieren. Diese Zeit ist vorbei, das ist alles erledigt, das braucht man nicht mehr zu tun. Es geht darum, dass man jetzt Nutzen schafft, am Markt, beim Kunden, mit den Daten, die man selber hat, mit den Daten, die man von Partnern hat, mit den Daten von Consumer, und so eigentlich diese Welt neu gestaltet im Bereich der digitalen Transformation. Das heißt auch, Monodatenkultur ist vorbei. Wir müssen die Daten zusammenbringen in Ökosysteme. Und das heißt auch, dass die Zeit der Administration, der Bürokratie langsam vorbei ist. Es geht schon nach einer Zeit. Aber wenn wir sehen, was an Automatisierung und Effizienzsteigerung möglich ist, indem man eben all diese Datensourcen zusammennimmt und damit eben auch viele Entscheidungen automatisiert treffen kann, dann sprechen wir von Einsparungspotenzialen in den Projekten jetzt gerade in der Wirtschaft von 50-80%, möglich nur mit Daten. Und der letzte Punkt, und das ist vielleicht noch interessant, bisher Banken und Versicherungen haben immer gesagt, ja, es gibt so hohe Hürden durch die Regulierung. Wenn ich eine Versicherung gründen will, dann brauche ich 20 Millionen Sicherheitskapital. Wenn ich eine Bank gründen will, brauche ich mindestens 30 Millionen. Das heißt, unser Markt ist für Newcomer eigentlich wunderbar geschützt. Das ist vorbei, weil die Newcomer gründen keine Banken mehr. Die bringen Dienstleistungen. Und Apple ist heute für 40% der Jugendlichen bis 25 Jahren genauso eine Bank wie die Luzerner Kantonalbank. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Nur Apple braucht keine Banklizenz. Und das ist der Unterschied. Und all diese Regulierungen sind heute ein Nachteil für die bestehenden regulierten Firmen, weil sie sich eben nicht mehr so bewegen können wie die neuen Players, die relativ agil in diese Märkte mit einzelnen Produkten einsteigen können. Und überall da sehe ich natürlich, dass Open Data ein enorm wichtiger Treiber sein könnte in all diesen Paradigmen.
Open Data kann all diese Dinge beschleunigen, kann all diese Dinge besser machen, kann das Erlebnis erhöhen, kann auch die Nützlichkeit erhöhen dieser Assistenten. Und das ist ganz bestimmt ein Key-Faktor, ich sage es mal, für den Standort Schweiz. Damit auch die Frage beantwortet, wie wichtig ist Open Data als politisches Projekt, und man hat ja eine Datenpolitik definiert, so wie ich das gelesen habe, und das deutet darauf hin, dass es etwas Grundsätzliches ist. Und es gibt eigentlich zwei Dinge, die ich mir persönlich immer vor Augen halte. Was sind eigentlich die Stärken der Schweiz? Sind eigentlich nur zwei wesentliche. Und wenn man sich fragt, was ein politisches Projekt bewegen müsste, dann sind es zwei Dinge. Es müsste die Rahmenbedingungen für alle in einem Land verbessern. Das ist Punkt 1. Und da hat die Schweiz bisher eigentlich exzellente Karten gehabt, muss ich sagen. Es gibt andere Länder, die brutal am Aufholen sind. Und das Zweite ist Innovationskraft. Das sind die beiden wichtigsten Standortvorteile. Und das sage nicht nur ich, das sagt auch der Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Diese beiden Dinge sind entscheidend für die Zukunft. Und die Frage ist, kann Open Data eben ein Katalysator dieser digitalen Transformation sein? Und es braucht in diesen Projekten der digitalen Transformation immer drei Voraussetzungen. Und ich spreche jetzt von Unternehmen. Wir haben aus bestimmten Gründen wenig Projekte in Verwaltungen. Erstes ist immer, wir machen dann ein Projekt in der digitalen Transformation, wenn das Top-Level committed ist. Das heißt, man muss es wollen. Es kann nicht sein, dass einzelne Mitarbeiter sagen, das wäre noch cool. Oder wir machen mal ein Leuchtturmprojekt oder wir machen mal ein Proof of Concept. Man muss sein Geschäft verändern wollen. Das Zweite ist, das hängt damit zusammen, es muss die Kernprozesse betreffen. Wenn wir nur am Rand herum etwas ein bisschen spielen und ausprobieren, dann werden wir nichts bewegen. Dann werden wir Geld ausgeben, aber wir werden keinen Return haben. Und solche Projekte machen wir nicht. Und das Dritte ist, das hängt damit zusammen, natürlich passiert dann etwas in dem Unternehmen. Es gibt strukturelle Veränderungen, das heißt, es hat möglicherweise auch weniger Arbeit, aber es gibt auch sehr viele neue Jobs im Bereich Innovation und neuen Produkten. Und das ist das Entscheidende, dass ein Unternehmen überleben kann. Wenn ich mich jetzt frage, was ist wichtig für Open Data, dann gibt es vier Punkte für mich. Wenn Open Data wirklich in aller Munde sein soll, dann ist wichtig, dass man Transparenz schafft mittels Open Data. Das Zweite ist, der Sinn ist, dass unser Leben einfacher wird mit der Digitalisierung. Der Sinn ist nicht, dass wir arbeitslos werden und Angst haben, sondern dass unser Leben einfacher wird und wir uns den Dingen zuwenden können, die wirklich interessant sind. Dann ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wir treffen heute jeden Tag extrem kostspielige, weitreichende Entscheidungen und Open Data kann diese Entscheidungen wesentlich verbessern. Und das Dritte ist Innovation. Und ich mache zu allem hier noch kurz ein Beispiel. Transparenz, ganz kleines Beispiel. Meine Gemeinde hat mir geschrieben, dass sie die Verkehrssicherheit erhöhen wollen und deshalb die Tempo-30-Zone erweitern. Ich habe überhaupt nichts gegen Tempo-30, ist okay. Aber sie schreiben, es geht um Verkehrssicherheit. Und ich schaue dann nach, was heißt das eigentlich, wo passieren Unfälle? Das ist die Karte, die kann man abrufen beim Admin irgendwo Geo. Sieht man alle Unfälle der letzten sechs Jahre. Und ich habe es jetzt noch groß eingezeichnet. Und die gelbe Straße, das ist die, wo schon Tempo 30 ist. Die rote Straße ist die, wo man Tempo 30 einführen will. Ehrlich gesagt, ich würde von meiner Gemeinde erwarten, dass sie dort schaut, wo Unfälle geschehen, nämlich in der Tempo-30-Zone, dass das verbessert wird und nicht, dass man Tempo-30-Zonen macht, wo keine Unfälle passieren. Kleines Beispiel, aber das ist das, was ich als Bürger erwarte, wenn man von Open Data auch spricht. Zweites Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Familienausweis haben mussten.
Das Gericht musste einen Familienausweis von mir haben, hat meinem Anwalt geschrieben, mein Anwalt hat mir geschrieben, ich bin auf die Gemeinde gegangen, die Gemeinde hat gesehen, dass ich die Daten habe, konnte aber den Familienausweis nicht ausdrucken und musste dann an den Standort gehen, im Berner Oberland, wo wir geheiratet haben, damit dort der Familienausweis ausgedruckt wird. Ich habe dann den bekommen, der Post, habe den eingescannt, an meinen Anwalt gesendet und dann auf das Gericht. Das sind Prozesse aus dem letzten Jahrtausend. Das kann nicht sein, dass wir so heute noch funktionieren. Das Dritte ist mir wichtig, Tiefbahnhof Luzern, 3,5 Milliarden Investitionen. Ich habe den Planungsbericht an den Kantonsrat gelesen, 6 Varianten, wie man den Tiefbahnhof bauen könnte. Keine Variante, wo drin steht, warum man keinen Tiefbahn bauen müsste, weil es andere Möglichkeiten gäbe. Das heißt, Digitalisierung, Open Data muss dazu führen, dass wir holistischer denken und uns die Mobilität so vorstellen können, wie sie dann wäre, wenn dieser Tiefbahnhof im 2040 fertig ist und nicht, dass wir dann eine Investitionsruine haben. Entsprechend muss ich sagen, zum Glück dann die SBB, die irgendwann gesagt hat, kein Tiefbahnhof, SBB planen Revolution. Ich vermute, es geht um Digitalisierung, es geht um Daten, die eben bessere Möglichkeiten zulassen. Dann muss ich zum Schluss kommen. Ich lasse das jetzt weg. Mir ist wichtig, wenn Open Data wirklich in der Schweiz eine Rolle als Katalysator haben möchte, dann braucht es auch in der Politik ein Commitment vom Top-Level. Nur so funktioniert es. Es müssen Bundesrat, Regierungsräte müssen die digitale Transformation wollen und sie müssen ihre Bereiche befähigen, diese digitale Transformation durchzuführen. Und das heißt zum Beispiel, WTO-Ausschreibungen sind völlig unmöglich, um digitale Transformationsprojekte durchzuführen. Das geht nicht. Sie können nicht auf 9 Jahre ein Projekt planen. Wir planen unsere Projektschritte in 3 Wochen und nach 3 Wochen haben wir die ersten Resultate und dann planen wir weiter. Natürlich hat man ein Budget, natürlich hat man einen Terminplan, aber Projekte auf 9 Jahre zu planen, ist in der heutigen Zeit ein Irrsinn. Und das Dritte, das ist eigentlich das Wichtigste, wie beziehen wir die Bevölkerung mit ein? Man spricht von Angst vor der Digitalisierung, deshalb braucht man 150 Millionen. Ich glaube, man muss vor allem die junge Generation dazu bringen, auch, dass sie an diesem Thema aktiv teilnimmt. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht, auch was denn eigentlich digitale Transformation im Alltag heißen könnte. Und ich will Ihnen zum Schluss einfach mal eine Sicht vermitteln. Es geht nicht um das Produkt, aber wie digitale Transformation eben auch kommuniziert werden kann und wie es gelebt werden könnte. Und dann bin ich dann am Ende meiner Ausführungen. Es gibt doch kein Geld aus für eine Buchhaltungssoftware. Ich bin der Uwe, Geschäftsführer von der Freiburger Biermanufaktur. Wir brauchen täglich frisches, feines Bier. Bierbrauen ist bei uns zur Familientradition geworden. Es ist unsere Leidenschaft und es ist das, was wir am besten können. Sie klauenlich unterstützt, werden unsere Löhne genauso professionell abgerechnet wie unser Bierbrauen. Klar ist nicht etwa meine Mitarbeiterin. Sie ist mein digitaler Assistent. Der hat den Vorteil, dass ich meine Löhne von überall her buchen kann. Und wenn mal ein Mitarbeiter einen Unfall hat, früher hat mir das eine Haufen Zeit gekostet. Mit Klarer braucht es nur noch einen Ausblick. Jetzt kann ich mich endlich auf das konzentrieren, was ich gerne mache. Klar macht der Rest. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Konferenz. Vielen Dank, Peter Delfos, das waren tolle Beispiele. Eine Frage, bevor Sie gehen, eine Frage. Wir haben wenig Zeit, deshalb haben wir nur, das war ein toller Überblick. Man sieht aber
wenn man Ihnen zuhört, sollte man eigentlich denken, dass die Verwaltung gerade Open Data mit offenen Armen umarmt. Weshalb, aber man sieht gerade jetzt im Beschaffungswesen Rückschritte. Weshalb? Wie gehen Sie damit um? Wie argumentieren Sie als Axel Group? Also ich denke, dass das Potenzial in der Verwaltung ist riesig, auch eben für unsere ganze Gesellschaft. Ich denke auch, dass in der Verwaltung genauso innovative Leute sitzen, die genau das möchten. Aber ich denke auch, dass politisch und vor allem wirtschaftlich ganz starke Gegenkräfte sind. Weil, ich habe es Ihnen gezeigt, es gibt eben nicht eine ICT-Branche in der Schweiz. Es gibt diese und die andere. Und es gibt Geschäftsmodelle in der ICT, die eben darauf bauen, dass die Verwaltung nach wie vor in dieser alten Welt der Digitalisierung stecken bleibt. Und es gibt die Politik, die teilweise in Unkenntnis, teilweise aber sehr wohl auch als Lobbyorganisation gar kein Interesse hat, dass diese Budgets A, woanders hinwandern und B, und das ist eben auch wichtig, in der digitalen Transformation ist IT wohl noch Geld, aber nie mehr so teuer wie das, was man früher hatte. Und dieser Kampf um die Budgets, das ist das, was am Schluss auch die Verwaltungen blockiert. Vielen Dank nochmals für diesen Input. Dann weiter mit dem nächsten Redner.